Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. So, in der letzten Folge hatten wir uns ja hier den Fermenter und die DC Electric Engine gebaut. Und ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich das richtig gemacht habe. Was ich jetzt aber nur gerade mache, weil wir ja ein Redstone-Signal bräuchten, gehe ich mir nur schnell einen Cobblestone holen, damit wir dann Schalter machen könnten. Dachte ich mir, dass hier wieder Cobblestone drin ist. Also wenn irgendeiner eine Ahnung hat, warum hier trotzdem der Cobblestone drin landet, wäre nett, wenn mir einer sagt, warum. Aber ich werde das wahrscheinlich irgendwann nochmal umbauen. Aber gut. So. Den Fermenter klatschen wir jetzt mal hier hin. Und die DC Electric Engine, die kann man mit dem Screwdriver umdrehen. Und so sollte das bepowert werden. So, was habe ich mir jetzt zum Fermenter aufgeschrieben? Stimmt, der braucht ja noch eine Wasserversorgung. Dann warte mal. Kann man das eigentlich mit dem Scoot? Ne, das kannst du nur drehen, okay. Ah. Dann setzen wir die Engine dahin. Fermenter da. Na. Und dann packe ich mir gleich jetzt hier nochmal einen alten Aquarius hin. Nee. Ja. Der Aquarius sollte eigentlich schnell gemacht sein. Oh, lag da irgendwas? Ja, mit den Bienen müssen wir auf jeden Fall auch nochmal arbeiten. Ich werde aber auf jeden Fall erstmal die Erzproduktion ans Laufen kriegen. Mal schauen, ob ich das auf zum Gedächtnis aufgezählt kriege, was wir brauchen. Ja, vergesst hat, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Okay. Machine Frame, Servo, Bucket. Okay, sollte alles kein Problem sein. Also, Speed hatte mich ja auch mal gelobt, dass ich quasi ein wandelndes Lexikon bin bezüglich NAI. Jein. Also, ich muss ja die Maschinen grundlegend muss ich mal drauf schauen, was ich. Damit ich weiß, woraus sie gemacht werden. Also Maschinenframe und so weiter kann ich mir merken. Bloß, ich muss mir halt immer nochmal anschauen, was man jetzt genau wofür braucht. Also, okay, Aquarius braucht ein Servo und Maschinenframe, der Rest weiß ich dann. Halt jetzt so. So, das, das. Und das müssten dann noch zwei Zinningots gewesen sein. Ich habe es halt einfach drauf. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt. Muss mir sowas einfach nochmal ganz kurz anschauen, dann weiß ich Bescheid. Aber dafür weiß ich ja schon, was ich wieder vergessen habe. Alter, die Sugarcane sehen ja mal sehr gesund aus. Da pflanze ich jetzt auf jeden Fall nochmal direkt nach. Nein, du sollst nicht nachgepflanzt werden. Ich weiß gar nicht, kann man Sugarcanes auch per Harvest Home Planter automatisieren? Muss ich mir irgendwann mal anschauen. Okay. Wasser da. Wascher da. Aquarius da, der soll sich jetzt voll pumpen. Sehr schön. Und dann gehe ich noch ein Produkt holen, weil ich das natürlich vergessen habe. Müssen wir hier eine Technikkiste haben? Jawohl. Guck mal, der Mann ist doch vorbereitet, das ist doch top. Sugarcane nehme ich mir auf jeden Fall noch was mit. Weiß auch schon warum, das habe ich mir noch gemerkt. Weil wir das für ein bestimmtes Produkt gebrauchen können. So, das füllt sich jetzt mit Wasser auf.
Und das war jetzt wie? Okay, und zwar brauchen wir jetzt erstmal Zucker und Dirt. Und natürlich noch den Lever. Den packe ich mal dahin. Für den Dirt, da habe ich mir was vorbereitet. Und zwar sollten wir noch irgendwo eine, meinte ich, eine Dolly haben, oder? Oder hatte ich gar keine erst gemacht? Ja, jetzt kommt wieder mein schönes Alzheimer zum Vorschein. Ah, da machen wir einfach gerade noch eine Dolly, das ist auch gar nicht das Problem. Die weiß ich ja zum Glück, wie es noch geht. Das waren so. Ein Holz und 5 Irone. Und zwar habe ich mir hier unten mal ein Barrel mit Erde vorbereitet. Da sind momentan 2600 drin. Hier ist aber bestimmt noch was drin. Jawoll, so muss das. Immer schön rein. Pumpt mir so voll es geht. Nehmen das Barrel mit. Und legen uns mal schnell schlafen. Und zwar kann man jetzt in dem Fermenter, wenn ich das richtig verstanden habe, kann man dann im Fermenter mit Dirt und Zucker sogenanntes Yeast machen. Oder Jest oder Yeast oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich nenne es einfach mal Yeast. Das stelle ich mir einfach mal hier hin. Nehmen wir mal einen Stick Dirt. Und das müsste dann jetzt hier Dirt und Zucker sein. Und wir sollten das anschalten können. Zucker, Dirt. Yeast place sugar in the top slot, habe ich den Dirt on the bottom. Okay, dann muss ich jetzt, glaube ich, doch nochmal schnell im Wiki nachschauen. Mal ganz schnell die Links von YouTube, die ich noch offen hatte, schließen. Ich bitte mal ganz kurz um Verzeihung, aber das war mir irgendwie klar, dass es noch passieren wird. Dupliziere ich den Link einfach mal. Ey, es wird dringend Zeit, dass ich meinen zweiten Bildschirm bekomme. Fermenter. Den da von Rotary Craft. Wasserversorgung zu Korn Dirt laufen lassen bis eins decken. Der sollte jetzt eigentlich produzieren. Da hat er gerade was gemacht. Ah, okay. Die haben einen Input, die Scheißteile. Das ist ja mal interessant. Ja gut, dann brauche ich dich schon nicht mehr. Ist gut gemacht. Gut, jetzt haben wir hier Yeast. Davon werde ich auf jeden Fall nochmal was mehr machen müssen. Und was wir damit machen können. Wir brauchen jetzt noch den Tor hier raus. Tun wir hier rein. Was wir jetzt noch brauchen, ist organisches Material. Also irgendwie Pflanzen. Klatschen wir das mal ganz schnell den Creeper da. Auf die Gesellen habe ich nämlich gar keinen Bock.
Und ich glaube, das sollte sogar mit den Lime-Saplings gehen, die wir nicht losbekommen. Deswegen würde ich dieses Mal gerade alle mitnehmen. Apple Oak darf gerne hier bleiben. Die Lemon Saplings sind nicht Lime. Oh. Interessant. Ja, das müssen wir irgendwann mal groß ausbauen. Dann kann das hier schon mal weg. Okay. Ich will hoffen, dass das jetzt klappt, und zwar Yeast. Und Lemon Saplings. Das geht natürlich dann nicht mit den Lemon Saplings, das war jetzt ja irgendwie klar. Auf jeden Fall werde ich mal schauen, dass ich die Lemon Saplings mal recycle irgendwie. Dann nehme ich mal ein paar Stacks Oak Saplings mit. Nehmen wir mal hier die untere Reihe mit. Muss ich mir auch nochmal irgendwie überlegen, was ich da mache. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich die Aufnahme fertig habe, werde ich mir jetzt mal was zu futtern machen. Ich bin dezent am Hungern. Oder was hat's so? Haha. Ah, dann machen wir mal so, steht er hier. To make large produce on top and plant matter on the bottom. What's that? Ja. Und schauen wir mal kurz ins Rezept hier, ob da ein Rezept vorhanden ist. Birch, Jungle. Oh, jetzt sagen wir bloß nicht, das geht nicht, weil das... Warte mal, die Anzeige ist ja auch hier. Okay, ja, bin ich gerade Maximum überfragt. Scheiße. Verdammt. Okay, Yeast. Der braucht aber dauerhaft Wasser. Weißt du was? Wir testen das jetzt einfach mal. Wir haben ja noch so ein paar Blümchen da. Testen wir das einfach mal damit. Und wenn das dann klappt, dann müssen wir das eben anders machen. Dann machen wir das per Harvester und Planter nochmal. Wenn es jetzt mit denen klappt, dann machen wir extra nochmal eine Baumfarm für Harvester und Planter per... nicht per Harvester. Was wollte ich jetzt? Nochmal eine Baumfarm für Harvester. Mit Harvester und Planter. Ja. Okay, das ist das offizielle Zeichen für, wir brauchen eine andere Baumfarm. Wir brauchen andere Saplings. Scheiße. Okay. Was kann man jetzt mit diesem Sludge machen? Das werde ich euch jetzt nochmal schnell zeigen. Und zwar könnten wir jetzt mit dem Sludge, wenn ich mich da jetzt auch nicht vertue, was ja zum Glück noch gar nicht vorgekommen ist. Ich meine, ich bin ja totaler Profi auf dem Gebiet. Zufälligerweise bin ich Experte darin.
wenn der Sludge jetzt in den Ofen kommt, das sieht doch schon mal gut aus, sollten wir Ethanol-Crystals bekommen, jawoll. Boah, bin ich ja irgendwie doch noch stolz auf mich. So, jetzt werde ich mal ganz schnell schauen, weil wir ja Zucker brauchen to the max, wie wir an Zucker am besten rankommen. Cocoa, Bean wäre eine gute. Sugary, Diligent, Sweetened, Valiant, Diligent, Fruity, Ripening, Sugar. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir brauchen Sugarcanes. Kommt kein Weg dran vorbei. Dann machen wir das jetzt mal so. Dann gehen wir jetzt auf jeden Fall gerade mal alles an Sugarcane holen, was geht. Ja, das hier muss ich mal wegmachen, ich weiß. Weil da drüben haben wir ja auch noch einiges stehen. Hätte ich nicht erwartet, dass Sugarcane so wichtig sind. Die Höhle habe ich noch nie gesehen. Ach du Kacke, tümmeln die sich da rum. Ich glaube, da würde ich mal ganz gut mal aufräumen wollen. So, haben wir ein paar Insects. Ich werde auf jeden Fall dann eine Sugarcane Farm mal aufbauen müssen. Machen wir das halt nochmal gerade schöner. Haben wir hier noch gerade was in der Nähe? Sieht nicht so aus. Naja, 10 Sugarcanes, die könnten wir nochmal anpflanzen. Oh Gott, das hat mich jetzt echt ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber na gut, dann mach ich einfach mal so eine kleine Forestry-Farm, damit wir eine Forestry-Farm, eine Harvester-Planter-Farm, damit wir einiges an den Bäumen noch bekommen, an den Saplings. Auch mit den Rubber Saplings geht. Müsste ich mal schauen. Da hinten wächst nichts mehr, oder? Oh Gott. Das will ich nochmal gerade was. Ich glaube, dann könnten wir einfach auch, damit das vielleicht ein bisschen schneller läuft teilweise, doch nochmal besser mit den Bienen was arbeiten. Ich meine, die Valiant Beans habe ich sogar. Dann würde ich mal schauen, dass ich dann vielleicht mal in der bald mal offscreen mal das Cultivated neues Gebäude für Bienen errichte. Scheiße. Diligent habe ich aber schon mal. Die produzieren zu 50% Zucker. Ich brauche Valiant und Diligent. Gut, dann nehme ich jetzt, glaube ich, erstmal. Hör ich mal auf beim Aufnehmen. Damit ich an die Ressourcen komme, nehme ich mal bewusst hier die Erze raus, damit ich hier mal was verarbeiten kann in der Zwischenzeit. Wird dann mal schauen, dass ich dann auch die ganzen. Ja, das Zucker ab und zu mal abfarme, damit wir dann was eine ordentliche Farm raushauen können. Ah ne, da wollte ich das hin tun. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen. Boah, jetzt brauche ich ja noch. Muss ich auch noch aufstoßen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich bedanke mich dann schon mal fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann nochmal so ein paar Tipps in die Kommentare schreiben könntet, was ich alles falsch gemacht habe mit WaterCraft. Oder
können wir dich auch gerne voll spammen. Du bist voll kacke, du kannst ja gar nichts, obwohl. Nee, lieber nicht. Auf jeden Fall würde ich mich auf jeden Fall über jeden Tipp freuen, wie ich am schnell. Ob es da eine bestimmte Methode gibt, wie man schnellstmöglich an Zucker kommt. Oh Gott. Ich würde mich auf jeden Fall nochmal informieren, wenn ich jetzt hier die Ärzte verarbeite. Bedanke mich aber schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und auch gerne die Tipps. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschö!